Sie haben alle die Erklärung vom Montag erhalten, meine Damen und Herren. Mir war es wichtig, dass der Stadtrat und auch alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter zuerst von einer Entscheidung für einen Ruhestand zum 1. Januar 2012 erfahren. Zur Sache selbst habe ich alles gesagt, was in diesen Tagen zu sagen ist. Äußerlich gelassen eröffnete Oberbürgermeister Jens Beutel am Mittwochnachmittag die erste Stadtratssitzung nach seinem angekündigten Rücktritt. Am Rande der Sitzung fragten wir Politiker verschiedener Fraktionen, was sie von Beutels Rücktritt halten, und erhielten respektvolle Reaktionen. Der Rücktritt des Oberbürgermeisters war überfällig. Er wurde ausgelöst durch die Weingläser-Affäre, aber letzten Endes verursacht durch eine Vielzahl von Verfehlungen und Ungeschicklichkeiten in den letzten Jahren. Dennoch hat OB Beutel auch in seiner Amtszeit sich für diese Stadt eingesetzt und hat auch Verdienste. Das sollte man in diesen Tagen auch mit bedenken. Ich glaube, dass es in Ordnung so ist. Die SPD kann jetzt nach vorne gucken. Es war eine große Belastung zugegebenermaßen für alle, auch für den Jens Beutel. Und jetzt ist es gut und wir können jetzt nach vorne gucken und ein neues Kapitel aufschlagen. Der Rücktritt des Oberbürgermeisters, den er angekündigt hat, ist der richtige Schritt nach der öffentlichen Debatte. Das hat der Stadt Mainz geschadet und entsprechend ist jetzt der Blick wieder frei für die wichtigen Sachfragen, Stichwort kommunaler Entschuldungsfonds. Und die werden wir zum Stadtrat angehen. Also ich bin der Meinung, dass es für uns jetzt in der Stadt gut ist, dass wir jetzt zurückkehren können zu den Sachthemen, insbesondere zum Entschuldungsfonds, der für uns, für die Stadt Mainz im Moment das wichtigste Thema ist. Und in der Koalition war das die ganze Zeit auch überhaupt kein Problem. Wir haben da ganz intensiv und ordentlich dran weitergemacht, um das eben hinzubekommen. Wir haben schon mal vorgefühlt, welche Qualitäten der Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters, der spätestens im März 2012 gewählt wird, mitbringen sollte. Es sollte Dynamik mitbringen, Tatkraft. Wir haben in vielen Feldern Stillstand in dieser Stadt. Es sollte die Bereitschaft und den Willen mitbringen, die städtischen Finanzen neu zu gestalten. Und es sollte für einen Neuanfang stehen. Viel Kompetenz, viel Ruhe und viel Zuneigung für Mainz. Wichtig ist, dass Mainz jetzt auch personell den Neuanfang abschließt, den wir eingeleitet haben, auch als Grüne seit der Kommunalwahl 2009. Und der nächste Oberbürgermeister, die nächste Oberbürgermeisterin muss vor allem eins mitbringen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgewinnen und eben Mainz wieder zu einer handlungsfähigen Stadt zu machen. Er sollte vieles von dem mitbringen, was auch unser Oberbürgermeister hatte. Er hatte ja auch sehr viel Gutes. Und das, was eben nicht so gut war, das hat er mit sich selbst ja verantwortet und auch zu verantworten. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das macht er mit sich selbst aus. Und der Neue sollte so sein, wie wir es jetzt uns vorgenommen haben. Wir haben gesagt, wir werden jetzt Beschlüsse fassen, dass eben solche Dinge nicht mehr vorkommen können. Dass das, was man in Mainz so schön unter Handkäs-Mafia nennt, dass das wirklich in den Grenzen bleibt.